machen wir ein Movie von uns und Otto. Und zwar sind wir heute auf den Spuren des Songkrans. Es ist der 14. Ihr seht es ein paar Tage später. Und ihr seht hier schon, wir sind auf der Second Road. Und es ist gar nichts. Es wird nicht mal mit ein bisschen Wasser gespritzt. Wir fahren jetzt noch durch die Säule 6, da gucken wir mal. Aber ansonsten würde ich sagen, nach meinem Empfinden habe ich hier noch kein Auto mit Wasser gesehen und ansonsten auch nichts. Jetzt kommen hier gleich links ein paar Bars. Hier links. Aber ihr seht es ja selber. Gar nichts. Sonst war hier auch schon immer Remi Demi, vor allen Dingen hier diese Wanderfuhl Bierbar zur linken Hand. Aber ihr seht ja, zwei Ballons drinnen. Oh, haben sie tauchen. Seht ihr, zwei Ballons drinnen, die gemütlich ihr Bier trinken. Normalerweise ist das die Hochzeit hier, um diese Uhrzeit. Wir haben es ja jetzt um 12:30. Also im Schnitt geht so ein Kran um 10:50 los und geht bis abends um 7. So, was ist hier? Kommt vor mit dir. Aber ihr seht ja selber, einige Läden zu und die, die offen sind, da ist gar nichts. Normalerweise sind hier früher die Pickups lang gefahren, haben hinten riesen Fässer gehabt mit Wasser. Und da wurde gespritzt, gespritzt, gespritzt. Aber jetzt seht ihr ja, null. Außer dass für meines Erachtens ganz schön viele Autos da sind, ist hier an sich nichts los. Tja, ihr seht ja kein Auto, auch die Taxifahrer hatten früher Tonnen drauf. Manche Ballons haben sich ein Taxi gemietet für einen ganzen Tag und dann haben die nur geschossen und gemacht und getan. Blinker an und raus, typisch. Tja, es ist gar nichts los. Ich würde sagen, wo wir haben Grün. Was hier natürlich sehr schön ist, das nützt auch nichts, dass wir Grün haben. Wenn keiner fährt. Also würde ich sagen, wir gehen in die Werbung. So, hier sind wir wieder und jetzt fahren wir mal durch die Säule 6, ganz gemütlich durch. So, also die meisten Bars haben noch zu.
Ja, und die, die offen haben, haben auch kein Wasser. Also müssen wir warten bis zum 19. Und da soll dann das Wasserfest stattfinden. Aber wie gesagt, auch nicht mit vielen tollen Wasserspritzpistolen, sondern ganz gemäßigt. Nur mit dem Puder und Happy New Year. Also früher war hier Remi, Demi, hier müssen wir nachgucken, so ein Kran von vor 3-4 Jahren. Da seht ihr, dass ja einige Bars haben offen, aber ihr seht ja, die sitzen ganz normal da und trinken. Hier hat keiner eine Wasserpistole oder irgendwas. Otto ist gerade eingeschlafen. Ja, wir werden dann noch die Beach Road mal ein bisschen lang fahren und gucken. Aber ich denke mal, es wird überall dasselbe Schauspiel sein. Um die Uhrzeit haben wir alle Bars aufgehabt und alle Bars haben ein riesen Fass vor der Bar stehen gehabt und haben sich bespritzt und Gaudi gehabt und getrunken. Ja, ist schon ein bisschen traurig. Ein süßer Ladyboy. Ansonsten, ihr seht ja selber, die meisten Bars sind sogar noch geschlossen. So. Und da gucken wir mal, was auf der Beach Road los ist. Wir bieten ja jetzt in die Beach Road ein. Aber ich denke mal, dasselbe Schauspiel. Ja, hier ist nichts los. Wir fahren mal vor zu der Bar. Hier ist ja in ein paar hundert Metern eine Bar. Da war ich immer früher. Wasserstrahler aufgestellt mit Disco-Musik, Party. Da wurde ja aus C-Rohren Wasser auf die Leute gespritzt, aber ihr seht es ja hier, völlig easy, nicht eine Wasserpistole zu sehen. Hätte ich nicht gedacht, dass die Teilbevölkerung sich dran hält.
weil es gibt ja immer schon Probleme, weil natürlich es so ist, dass da sehr, sehr viel Alkohol getrunken wird und an dem Tag mitunter die meisten Unfälle waren. Deswegen hat man ja schon immer versucht, das ein bisschen ruhig zu halten. Aber das hat die Jahre davor nie geklappt. So, wir werden nochmal zum Hilden fahren. Und da wollen wir eigentlich länger. So, machen wir mal so. Dass ihr die Beach Road mehr seht. Die ganzen Straßen, das war voll an sich, da wo die Autos jetzt sind, Pickups, wie gesagt, mit riesen Fässern drauf. Wahnsinn. Alles weg. Jetzt haben wir hier nur noch Stau. Tja, da würde ich sagen, machen wir noch kurz Witz des Tages und dann melde ich mich gleich nochmal. Ein Tornado zu einer Palme. Halt deine Nüsse fest, ich blas gleich. Wow, jetzt nicht bis in den Stau. Wir fahren jetzt nach Hause. Ansonsten, ihr seht es ja hier, es ist nichts los. Hier war ja auch früher Remi Demi. Wir wollen das Video nicht weiter in die Länge ziehen. Ich würde sagen, Otto schläft. Wenn euch und meine Movies gefallen oder unsere Movies, gern Abo da lassen. Gern Kommentar da lassen, vernünftigen. Ansonsten, tja, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und werdet alle glücklich, euer Tattoo-Man. Bis die Tage, bye bye.